Seitdem ich bei Höffner Möbel trage, brauche ich einmal weniger Fitness. Mein Name ist Abdurrahman Mohammed. Ich mache eine Ausbildung als Fachkraft im Möbel, Küche und Umzugsservice bei Firma Höffner. Und meine Ausbildung macht sehr Spaß. Wenn ich mit meiner Ausbildung erfolgreich abschließe, ich werde auf jeden Fall in dieser Firma weitermachen, weil es hat so viele verschiedene Bereiche. Eine Seite ist Möbel montieren und eine Seite ist dann Kuschen bauen. Und dann ich bin immer so stolz, wenn ich jemand anderen helfen kann. Wenn wir in der Lehrwerkstatt sind, dann nehmen wir das Sägen, Messen, Schrauben. Ich bin Sven. Ich mache eine Ausbildung bei Höffner als Fachkraft zur Möbelküchen- und Umzugsservice und bin im zweiten Lehrjahr. Frühs, wenn ich in die Firma komme, beladen wir den LKW, fahren dann los zum Kunden. Was mich besonders freut, ist, wenn ich sehe, wie glücklich die Kunden sind, wenn sie ihre Möbel bekommen. Wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, dann bleibe ich bei Höffner, weil es hier eine tolle Atmosphäre ist. Also Höffner ist ein hervorragender Ausbilder. Man hat viele Freiheiten. Also ich finde, wenn jemand noch keine Idee hat, was er machen sollte, kann er auf jeden Fall mal bei Höffner reinschnuppern. Ich bin Paul, ich bin 19 Jahre jung. Ich bin im dritten Lehrjahr. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich was Handwerkliches machen wollte. Und das ist halt der richtige Beruf dafür, weil man alles erlernt. Also das Feeling unter Kollegen ist familiär, freundschaftlich. Also man wird immer aufgenommen, egal wer man ist, welche Hautfarbe. Höffner unterstützt uns finanziell beim Führerschein auch, durch gute Leistungen im Betrieb. Also ich finde richtig sehr toll, dass wir die Unterstützung mit dem LKW-Führerschein durch die Firma bekommen. Und das ist ein sehr riesiger Glück. So viele Möglichkeiten, wie Höffner bietet, das kriegt man nirgendwo. Wenn man fleißig ist und man hat auch, man ist eben auch ein Guter, dann kann man auch viel Geld verdienen. Ich bin Ralf, bin jetzt 27 Jahre bei Höffner und bin für die Ausbildung der Azubis zuständig. Das Handwerk ist eine Leidenschaft, ja. Und das ist ganz wichtig, dass man da auch, alles, was man dazu braucht, auch hinlegt. Man hat ja auch einen Ehrgeiz und ein Ziel mit den Jungs und dann ist es umso schöner, wenn man sieht, dass sie erstmal bestanden haben, wo man sie hingeführt hat und dann, wenn im weiteren Leben natürlich dann noch eine relativ gute Arbeit rüberkommt, wo man dann das Feedback von den Chefs bekommt oder, verbindet ihn dann mit Stolz. Finde deine Leidenschaft. Mach auch du dein Hobby zum Beruf und bewirb dich noch heute unter www.hoeffner.de/Ausbildung.